was in dieser Folge passieren wird. Da lupfen wir jetzt gleich mal beide raus und da bekomme ich den Hit von hinten. Da ditcht der Leclerc mit seinem im Windschatten, machen wir überraschend mal über links. Ah, da zieht er links und da ist Motorschaden. Yuki Tsunoda, während wir ihn überholt haben, kam da raus aus seinem Eck, gut im Mittelsektor. Da komme ich neben die Strecke, rutsche ein bisschen und ich habe keine Ahnung, ich kann das Auto nicht abkontrollieren. Und beim Drüberfahren über die Strecke passiert es dann, dass wir einen folgenschweren Crash mit Carlos Sainz Jr. haben. Rote Flagge. Und damit ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind hier in Season 4 im königlichen Park von Monza. Ich freue mich extrem und falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gern über ein Däumchen hoben und vor allem auch über ein kostenloses Abo freuen. Falls ihr natürlich noch nicht habt, schaut auch unbedingt gerne auf Social Media vorbei, Instagram und auf TikTok. Links mal unten in der Bio und hier haben wir Monza. 5,7 Kilometer lang, 11 Kurven, 2 DRS-Zonen und ja, eine der geschichtsträchtigsten Strecken im gesamten Kalender. Immer wieder geil hier zu fahren. Und ich glaube auch, wir haben das erste Mal in dieser Karriere ein Auto, mit dem wir hier tatsächlich was reißen können. Das müssen wir uns aber jetzt mal angucken. Jetzt geht's mal ins Qualifying. Da wird es nämlich feucht. Und das sind wir nun auch. Jetzt geht's los in unseren finalen Run, beziehungsweise wir sind jetzt noch auf der Gegengeraden vor der letzten Kurve. Der Exit ist verdammt wichtig. TSC-Mittel, selbst schalten, selbst bremsen. Einmal abbremsen hier, jetzt auf Hotlap aufdrehen und los geht's. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier mit den Slicks fahre. Es ist trockener geworden, jedes auf die Slicks gegangen und es war so ein bisschen so ein random, weirder Moment, denn ich habe absolut keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Jetzt geht's auch mal los und tatsächlich verbessern wir uns mit dem Slickreifen auf feuchten Bedingungen. Es ist krass und weird und da kommt ein leichter Verbremser durch. Natürlich ist hier der Exit auch verdammt wichtig und der ist auch gut über eine Zehntel gefunden. Wir sind aktuell auf dem 4. Platz vor Alexander Albon und gerade der ist wirklich im letzten Rennen ein unfassbares Rennen gefahren. Sehr, sehr tolle Leistung, da guckt aber gern vorbei. Ja, die Verwarnung ist viel zu früh eingelenkt, aber da haben wir nur 1/2 Zehntel dadurch gewonnen. Das ist natürlich jetzt eher semi-gut, dass ich hier so früh eingelenkt habe und dadurch mir sozusagen einen Vorteil verschafft habe. Aber auch bei der Lesmus hier, du kannst so spät mit diesen roten Reifen im Vergleich zu den Intermediates bremsen. Das ist wirklich krass. Jetzt geht's in Ascari rein und wir sind jetzt schon fast auf dem Sekundenfenster. Der Exit hier verdammt wichtig und der ist auch toll. Hier kommen wir super raus und wir springen fast auf die Sekunde. Wir sind fast eine Sekunde schneller als unsere alte Runde und das ist wirklich ja interessant. Wo werden wir landen? Wo wird diese Zeit reichen? Für welche Position? Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt in der Startaufstellung angucken. Heutige Rennen an. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Bottas, Albon, Hamilton, Ocon, Verstappen, Stroll, Oscar Piastri, Gasly, Russell, Perez, Doohan, Theo Pocher, Liam Lawson, Magnussen, Tsunoda, Joe, De Vries, Sargent und Felipe Drugovic. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst... Hier sind wir nun, lights out und let's go. Wir sind von der Pole weggekommen, sehr, 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 sehr gut. Haben hier beide Ferrari hinter uns gelassen, doch die werden uns hier wirklich jagen. Und es wird heute noch zu einem folgenschweren Fehler kommen, den, ja, die Tifusi mich, ja, wahrscheinlich, die jagen mich aus dem Land mit Fackeln und irgendwie Dreizack und so. Und Mistgabeln und so, also das wird heute wirklich nicht schön für mich werden. Aber guckt euch auf jeden Fall später noch die Situation an, die ich da meine. Jetzt geht's mal in Kurve 4-5. Gut rausgekommen, aber das muss ich auch. Denn von hinten stehe ich under the pressure. Sainzi, der ist unheimlich schnell. Und das hat er ja auch schon dieses Jahr in der richtigen Formel 1 bewiesen, dass der diese Strecke kann. Jetzt raus hier aus der zweiten Lesung. Und da konnten wir uns endlich mal ein bisschen Luft verschaffen. 2 Zehntel sind wir jetzt da im Delta.
Ist jetzt auch nicht die Welt, ich weiß, aber das ist echt ein Wahnsinn. Wie unheimlich schnell die Ferrari-Jungs sind. Albon konnte sich da zwischen Leclerc und Sainz quetschen. Aber ja, ich glaube auch, dass unser Endspeed am Ende dann wirklich da fehlt. Also ich glaube, dass wenn die das DRS aufklappen dürfen, wird es schwierig werden. Jetzt ist Leclerc wieder an Albon vorbei, das ist natürlich echt bitter, denn somit ist auch Albon jetzt mal vom Podium weg. Da kommt Sainz so gut raus. Ich muss hier abdecken, denn Sainz ist auch ohne DRS unheimlich schnell auf der Geraden. Unheimlich schnell und ja, Bro, du kommst hier nicht vorbei. Ich habe dir schon zweimal die Tür zugeworfen und immer wieder versucht es hier. Ja, Exit hier wichtig, ganz, ganz wichtig und ja, die 4/10 sind es jetzt. Aber es ist halt wirklich ein Wahnsinn. Uns fehlt es da halt gerade mit dem Mercedes-Motor an Topspeed-Leistung. Und auf einer Strecke wie Monza ist natürlich Topspeed einfach alles. Gucken wir uns mal die Start-Replay an, wir sind das rechte Auto. Mir fehlt oft, dass Albon ein bisschen schräger steht, das ist interessant, aber ja, wäre das, ja, mehr nicht. Jetzt, da kommen wir gut vom Fleck weg und ja, der Start war generell eher mau von den Ferraris und gut von mir. Ich bin aber sehr spät auf der Bremse gewesen, wollte da wirklich spätestmöglich einlenken, um halt auch da hinten irgendwie keinen über den Flügel zu fahren. 4. Runde mittlerweile, jetzt konnte ich den Vorsprung, wenn man es so sehen will, auf 6/10 ausbauen. Und die werden auch wichtig sein. Diese 6/10, denn auf Startziel ist ja das Plus noch viel, viel mehr nötig, um die hinten zu halten. Jetzt letzte Kurve, Parabolica. Und ja, gerade da fehlt es auch ein bisschen an Traktion. Jetzt auch schon ein bisschen die Reifen meditiert. 19 Runden sind so zu gehen, eben auch, weil die Strecke fast 6 Kilometer lang ist. Jetzt geht es Richtung Turn 1 und guckt in den Rückspiegel, wie Charles Leclerc hier angeschossen kommt. Es reicht aber gerade noch so, dass wir uns hier vorne halten können. Es wird heute wirklich ein Tanz auf der Messerklinge. Da lupfen wir jetzt gleich mal beide raus und da bekomme ich einen Hit von hinten. Da ditcht der Leclerc mit seinem Vorderreifen an meinen Hinterreifen. Das müssen wir uns auf jeden Fall an der Replay noch einmal angucken, denn das ist wirklich, ja, eher nicht gut gelaufen. Generell für alle. Das sollte nicht so eng werden, aber ja, Monza ist halt wirklich gerade Turn 1, das ist immer eine schwierige Sache. Gucken wir uns das Ganze noch einmal an hier. Und ich lenke eigentlich eh nicht früh ein, aber ich wusste natürlich auch nicht, dass daneben Leclerc noch ein zweiter Ferrari fährt. Und ja, da kam es halt wirklich so ein bisschen zum Schreckmoment. Gott sei Dank ist auch bei allen drei nichts passiert. Es ist wirklich heute schwierig, sehr, sehr schwierig. Die Ferrari ist sehr kampflustig. Dahinter ist eh ein kleineres Loch, also da hat Bottas schon abreißen lassen. Auch Alexander Albon hat abreißen lassen und ich werde halt von den beiden, ja, Maranello-Jungs gejagt. Das ist wirklich gar nicht gut. Da bin ich tatsächlich heute der einsame Wolf da vorne. Albon heute auch chancenlos. Natürlich bist du einmal aus dem DS draußen. Gleiche Runde noch einmal. Jetzt probiert es rechts Leclerc. Da können wir aber wirklich auch außen viel, viel später bremsen. Eine andere Linie fahren und ja, da machen wir eigentlich die Tür für Sainz auf. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt auch ein bisschen ins Zweiten kommen und wir somit, ja, uns ein bisschen verdünnisieren können. Ich will ja nur aus dem DS-Fenster draußen sein, aber ja, das scheint heute unmöglich zu sein. Die sind so schnell. Gott sei Dank, aber ja, Gott sei Dank gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wo man überholen kann. Einmal natürlich vor Parabolica, natürlich mit der, ja, mit dem Wissen, jetzt bin ich mal aus dem Sekundenfenster draußen, natürlich mit dem Wissen vor Parabolica, dass man vermutlich auf Startziel wiederholt wird oder dann Startziel, aber ja, Startziel vermutlich die beste Wohnmöglichkeit. Hier gehe ich dann weit nach außen, um dann halt eben auch sowas zu entgehen wie vorher. Wir waren in der Box, haben ein bisschen vorgezogen. Jetzt, ja, ich meine, 9 Runden sollten wir locker mit den gelben, beziehungsweise die 9. und die Rest von dieser Runde sollten wir eigentlich locker mit dem gelben Start schaffen. Und ja, das sollte, glaube ich, auch kein Problem drin sein. Das Problem allerdings wird sein, wo werden wir rauskommen, gegen wie viele müssen wir jetzt noch fahren, wie viele müssen wir jetzt noch überholen, um dann halt dann tatsächlich unsere normale Pace wieder gehen zu können. Das wird, ja, ganz, ganz spannend werden. Da durch, jetzt ist Yuki natürlich da vor uns, dann müssen wir uns, ja, vorbeiarbeiten, an ihm vorbeiwagen. Erste Lesmo, gut, da konnten wir bereits ein paar Zehntel aufholen. Zweite Lesmo, sehr gut. Windschatten, DRS on, ERS drehe ich jetzt auch mal auf. Im Windschatten machen wir ein Überraschungsmanöver links. Ah, da zieht er links und da ist Motorschaden. Yuki Tsunoda, während wir ihn überholt haben, kam da auch aus seinem Heck raus.
Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Motorschaden während einem Überholmanöver beim Start in der Formel 2 letztens. Aber ja, das ist was Neues auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich für mich, dass bis zu Turn 1 irgendwie kein Force C kommt, denn somit verliere ich da so ein bisschen Zeit auf die Jungs da vorne. Aber es schaut mir nicht so aus. Kein Plan, wie die Streckenposten das Auto wegräumen ohne Force C. Aber mir muss es auch egal sein. Wir behalten unsere Führung knapp, aber doch gegen Carlos Sainz. Das Sainz ganz, ganz nah hier hinter uns rausgekommen. Nur 8 Zehntel. Okay, jetzt ist eine Sekunde. 1,4 Sekunden, egal. Aber Leclerc, natürlich der große Verlierer dieses Boxenstops, denn der hat da über 4 Sekunden verloren. Da waren wir ein bisschen im Kies, ist aber, glaube ich, auch normal für Monza, dass man sich ein bisschen verschätzt in dieser Kurve. Und ja, dann haben wir uns dran gesaugt. Jetzt kommt dieser verhängnismäßige Crash, da wo ich gesagt habe, wirklich so ein dummer Unfall. Das darf eigentlich nicht passieren, gerade in Season 4. Doch man pusht sich, ihr könnt's, ich bin auf der schnellsten Rennrunde hier unterwegs, jetzt doch einmal hier durch, Purple, Sektor 1, 1,7 Sekunden Vorsprung zu Sainz, es scheint gerade so ein bisschen das Pendel auf meiner Seite zu sein, jetzt geht's aus der zweiten Lesmo raus, der Exit war traumhaft schnell, jetzt Windschatten, kam wir können natürlich ERS, meine ich, an und wir stehen bei 351 am Ende der Geraden oder bei 350 heute mal an. Rot im Mittelsektor. Da komme ich neben die Strecke, rutsche ein bisschen und ich habe keine Ahnung. Ich kann das Auto nicht abkontrollieren. Und beim Drüberfahren über die Strecke passiert es dann, dass wir einen folgenschweren Crash mit Carlos Sainz Jr. haben. Rote Flagge ist sofort draußen. Ich kann nicht mehr umdrehen, nichts mehr. Es ist eigentlich ein dummer Aufmerksamkeitsfehler. Ich habe den Scheitel verpasst. Komm da rein und ja, ich kann mir selbst das nicht angucken, denn es war so ein blödes. So ein blödes Szenario, das hätte eigentlich gar nicht so sein sollen und müssen oder dürfen. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja, da komme ich ein bisschen neben die Strecke. Harder, das Heck kommt. Ich mache den Gegenpendler, rutsch gegen die Mauer. Und bevor ich abbremsen kann, kreuzen sich die Wege mit Sainz. Also dümmer geht's, glaube ich, kaum mehr. Dieser Crash hätte wirklich so nicht passieren dürfen. Da waren wir schon drüber. Hier seht ihr es, das Gegenlenken, nochmal das Gegenlenken. Und nochmal das Gegenlenken und dann war es schon vorbei und Sainz kann eigentlich nicht reagieren. Der sieht uns hier in die Mauer klatschen und weiß natürlich auch nicht, dass ich immer noch Full Speed da drauf habe. Und ja, das ist wirklich, ich konnte einfach das Auto nicht zu schnell bändigen. Und so sind wir dann jetzt hier. Wir haben wirklich das größte Trottelglück, das man sich nur vorstellen kann. Denn durch die rote Flagge sind wir auf dem ersten Platz stehend hier durchgekommen und dürfen uns da als eigentlich großer Siegerverlierer wiedersehen. Ich habe zwar Sainz das Rennen zerstört, wofür mich die Tifosi vermutlich, wie gesagt, mit dem Mistgabeln aus der Stadt jagen, aus dem Land jagen. Aber wir können hier eigentlich problemlos, ja, der Unterboden ist halt komplett hin. Und aber ja, sonst können wir eigentlich unser Rennen so fortsetzen ohne Probleme. Und Sainz sein Rennen ist jetzt halt so tot. Da, also nicht mehr da. Mich wundert es tatsächlich, dass ich da irgendwie keine Strafe bekommen habe, denn die habe ich mehr als verdient. Aber es ist wirklich, ich meine, es ist ein blöder Fehler gewesen und wir hatten wirklich schon viele saubere Rennen und viele fehlerlose Rennen. Natürlich kann das auch mal passieren, aber ja, da bin ich echt nicht stolz drauf. Jetzt gucken wir uns nochmal die Start-Replay an. Aber ihr merkt es, meine Stimmung ist ein bisschen im Keller. Das war ein dummer Fehler. Wow, Albon hier schießt da außen einfach mal an einem vorbei. Und ja, natürlich Ferrari jetzt in der Einzelmontur. Die Red Bull freuen sich, denn die sind jetzt da angriffslustig. Max geht da außen direkt an Leclerc vorbei. Ich weiß nicht, ob es geschafft hat. Nein, glaube ich aber nicht, oder? Hat es geschafft? Ja, jetzt gibt es wieder einen Fight, einen intensiven Fight zwischen den beiden. Es geht aus Runde 14 raus. Charles Leclerc kommt hier neben uns. Wir können uns aber irgendwie hier noch vorne halten. Auch Fun Fact natürlich, weil es noch kein DRS gibt. Sonst wären wir hier auf und davon. Aber ja, es reicht. Leclerc wird da jetzt auch nicht rein. Oh, da gibt es die Berührung zwischen Leclerc und zwischen Sergio Perez. Und wer geht da als großer Gewinner als aus der ersten Kurve raus? Jetzt mal vorerst Leclerc. Aber ich bin mir absolut sicher, dass sich das nach 2, 3, 4, 5 Mal ändern wird. Meine Reifen sind eigentlich okay. Wir haben frische Route. Das Ding ist halt wirklich, dass dieser Unterbodenschaden hardcore an der Traktion neigt. Also ich habe... Ich merke es auf jeden Fall beim Einlenken und so, du musst viel behutsamer einlenken, du musst viel
behutsamer ja auch mit zu Fullspeed-Kurven herumgehen. Also das ist absolut nicht mehr sauber. Das ist auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Schaden. Wir sind in Runde Nummer 16, gleiche Vorgehensweise wie vorhin. Wir sind wieder hier der Verfolgte. Perez diesmal auf 2, Leclerc auf 3, Verstappen auf 4 und jetzt wird sich das nicht ausgehen für Checo Perez. Wir bleiben hier mal auf dem ersten Platz, aber heute ist das wirklich, du kannst nicht wissen, es kann theoretisch sogar aus der Parabolik heraus noch ein Überholmann überkommen und das vor der kreierten Flagge oder so. Wünschen würde ich es mir nicht, aber es kann heute alles passieren. Diese Konkurrenz ist unheimlich stark und da bin ich auch ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass ich so nach vorne mit dabei sein kann. Da komme ich ein bisschen neben die Ideallinie und Leclerc nützt da beinhart die Chance aus. So. Mittlerweile in Runde Nummer 17. Fuascari will sich hier Perez durchquetschen. Das reicht aber nicht. Zu wenig Platz. Jetzt übernehmen wir hier wieder deutlich den ersten Platz. 7 Zehntel Vorsprung, aber Leclerc ist auch da. Die sind wieder nur 2, eine Zehntel jetzt auseinander. Da wird jetzt gleich wieder der Schlagabtausch kommen. Letzte Kurve raus hier aus Runde 17. Jetzt geht's auf Startziel. Mit der halben Sekunde, glaube ich, sind wir eigentlich immer gut dran. ERS kann ich auch voll auftrennen. Wir werden zwar auf 1, 2 Zehntel runterfallen, ach, nicht mal das. Also locker. Bleiben wir da vorne noch zweimal. Und da, na, einmal noch. Ja, genau, die 19. Runde. Und dann haben wir es ehrlich gesagt endlich geschafft. Denn das heutige Rennen ist wirklich an die Substanz gegangen. Es ist hardcore anstrengend. Du musst wirklich jede Runde verteidigen. Ähnlich wie in Sandford. Also, boah, da komme ich ein bisschen ins Gras. Da musst du wirklich verteidigen. Es ist hardcore heute. Da geht es durch die Schikane durch. 5 Zehntel Vorsprung. Und ich dumm. Natürlich noch einmal. Das war der Versuch hin zu Ascari. Und da decken wir eigentlich hart gegen Perez ab. Der kann zurückstecken. Der wollte da unbedingt vorbei. Runde 19. Fast in der Sekunde sind wir jetzt draußen. Verstappen mittlerweile auf den zweiten Platz. Ich denke mal, Perez und auch Leclerc haben sich da ein bisschen die Reifen kaputt gefahren, wie sie da die ganze Zeit gegeneinander gefahren sind. Meine Reifen sind auch nicht mehr die besten. Aber meine größeren Probleme sind auf jeden Fall der Unterboden. Und natürlich die Siegerehrung dann, wenn wir vermutlich ausgebuht bis zum geht nicht mehr werden. Jetzt wird es noch einmal knapp. Weit raus bin ich hier in Parabolika gegangen. Und wo werden wir landen? Reicht das, um Perez hinten zu halten? Oh, das war wirklich noch einmal knapp. Das war hier heute Sieger, bei weitem keine klare Sache, aber nichtsdestotrotz ein sehr wichtiger Sieg. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Was für ein fantastischer Tag für die Formel 1. Nach dem Rennen fühle ich mich so ein bisschen wie Verstappen in Monza 2021 oder auch Lewis in Silverstone 2021. Ich meine, ich gewinne zwar, okay, Lewis, ja, ich eher wie Lewis in Singapur, in Silverstone, denn ich gewinne hier, obwohl ich eigentlich den größten Kontrahenten irgendwie aus dem Rennen gekickt habe. Das ist wirklich nicht schön. Albon auf 10, das ist auch gut. Konstrukteurs-WM sind wir hier stabil auf den zweiten Platz. Mercedes immer noch hinter mir und wir nehmen 26 Punkte. Auch den einen extra Punkt für die schnellste Rennrunde mit. Gewinnt die Rivalität gegen Sergio Perez, deswegen hat er es angedrückt. Der hatte da wirklich eine unfassbare Pace da teilweise. Müssen wir uns auch die nächsten ein, zwei Rennen wieder einen neuen
Kontrahenten aussuchen. Auch Albon hier wieder top gefahren. Sehr, sehr gut. Nimmt wertvolle Punkte mit. Aber ich glaube auch, dass, wenn dieser Crash nicht gewesen wäre, wir da tatsächlich heute auch eher wenig Chancen auf den Sieg gehabt hätten. Podium wäre allemal drin gewesen, denn die Pace vom Motto, gerade aus den Kurven raus, ist unfassbar. Natürlich fehlt es uns an Top-Speed. Aber ja, auch die Mercedes haben das Rennen überlebt. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt schon versprechen, nach diesem Rennen wird es, oder nach dieser Season, Blödsinn, nach dieser Season werde ich auf jeden Fall mit einem neuen Motorlieferanten kommen. Wer es sein wird, schreibt es gerne in die Kommentare, macht da unbedingt gerne eure Vorschläge. Aber ja, vielleicht jetzt schon mal was austauschen. Ich bin echt zufrieden mit der Zuverlässigkeit des Autos. Die hat sich wirklich unnormal gesteigert. Die ist wirklich sehr, sehr toll. Wir sind knapp in der Konstrukteurswärme jetzt nur noch hinter Mercedes, aber die waren natürlich auch wieder etwas besser, all in all, wie wir. Mal schauen, ich freue mich echt auf jeden Fall auf die nächsten Rennen, denn die werden wegweisend sein, in welche Richtung wir gehen. Für heute soll es das aber mal gewesen sein, denn sollte es den Konstrukteurstitel wirklich, sollten wir den erreichen, es steht auf nächste Season dann an, Titelverteidigung, Konstrukteurstitel und vielleicht auch Titelverteidigung, Weltmeistertitel. Da sind wir aber noch lange hin, denn es fehlen noch einige Rennen. Aber da, Singapur, freue ich mich schon, denn da gibt es das erste Mal in unserer Karriere das neue Layout, das ja auch diese Season gefahren wurde. Für heute soll es mal gewesen sein. Danke für einen krassen Support. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst gerne einen Daumen da. Und schaut auch gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram und auch gerne auf iTunes-Tobi auf TikTok vorbei. Charles Leclerc wird unser Kontrahent werden, unser Rivale. Für heute war es mal. Danke für euren Support. Bis morgen oder später und ciao.